Und eine Anmoderation. Es ist ermüdend. Aber es gibt sie. Die Hater Comments. Ich reagiere. Ich bin gespannt. Also über das Ganzkörper-Tattoo, da können wir uns unterhalten. Und über die Talkshows. Ja, ich gehe ja nicht in Talkshows, wenn mir langweilig ist, sondern ich werde ja eingeladen. Man glaubt es nicht, man muss eingeladen werden. Also die rufen mich an, also nur noch mal zu. Naja, die Frage, die finde ich ja ganz interessant, wann arbeitet die Frau eigentlich? Definiere Arbeit, ja? Also wenn man Arbeit definiert, dass man in der Notaufnahme von A nach B läuft, dann nimmt das sicherlich nicht primär 24 Stunden meines Lebens pro Tag in Anspruch. Aber Arbeit ist auch genau das hier, was ich mache. Arbeit ist auch ein Buch schreiben, Arbeit ist auch ein Podcast machen, Arbeit ist auch in einer Talkshow zu sitzen, Arbeit ist auch fürs Fernsehen zu drehen. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Also Arbeit ist einen Vortrag zu halten. Also ich finde, das Wort Arbeit ist sehr vielfältig und ich aber wiederum sage Arbeit klingt so negativ. Ich darf ja das machen, was ich gerne mache. Also habe ich quasi mein Hobby zum Beruf gemacht. Und ich sage mal an dieser Stelle nur kein Neid. Jeder kann jeden Tag was ändern. Ja, ich kapiere es ja gar nicht. Also was ich ja nicht kapiere, das möchte ich jetzt mal die Community fragen, vielleicht haben die ja eine Lösung. Wenn ich zum Beispiel einen Fernsehsender nicht mag, schalte ich ihn nicht ein. Wenn ich einen Kinofilm nicht sehen will, gehe ich nicht ins Kino. Wenn man mich jetzt kacke findet, warum guckt man sich die Videos an oder abonniert den Kanal? Ich verstehe es nicht. Also wenn einer von euch eine Lösung dazu hat oder eine Idee, warum Leute das machen, dann bitte in die Kommentare. Ich bin selber gespannt. Über Hochschlafen? Was ist Hochschlafen? Im Hochbett schlafen? Ja, total super. Also erstmal nochmal, auch wenn ich Doc Caro bin, ich habe die Pandemie, Herr Drosten hat es ganz cool gesagt, er hat die Pandemie erfunden, um endlich seinen Podcast zu promoten. Ich habe diese Pandemie erfunden, um mein Buch zu verkaufen. Hat gut funktioniert, vielen Dank an dieser Stelle. Und ja, auch ich trinke Kaffee. Ich weiß zwar jetzt nicht, was das mit meiner Berufsbezeichnung zu tun hat oder mit sonst was, aber nein, auch ich trinke Kaffee. Also, das Mikrofon ist tatsächlich Covid-19-freundlich. Ein Covid-19-Mikrofon. Das kann man so abwischen. Das ist genauso freundlich oder unfreundlich wie eine Türklinke oder sonst irgendwas. Also, das ist jetzt auch, oder ein Glas Wasser oder was. Ich weiß auch nicht mehr, was man da noch zu sagen soll. Sie müssen mir untersagen. Also das finde ich ganz großartig. Da kann ich an dieser Stelle nur sagen, ich lasse mir von gar keinem was untersagen. Also vor allen Dingen finde ich das auch schon lustig, sich anzumaßen, jemandem was zu untersagen. Also wenn ich mich tätowieren lassen will, lasse ich mich tätowieren und wenn nicht, dann eben nicht. Kenne ich nicht. Doc Schwachsinn, wer soll das sein? Ja, genau. Kenne ich nicht. Das ist nicht auf meinem Kanal. Das ist der Doc Caro Kanal. Bist du auf dem falschen Kanal. Wir sollten aufhören, die Menschen sind dauerhaft dabei, beobachtet euch mal selber dabei, andere zu bewerten. Unser ganzes Leben besteht aus Bewertung. Der ist zu dick, der ist zu dünn, der Pulli ist zu groß, der ist zu klein, das ist Schwachsinn, das ist Quatsch, das ist zu lange, das ist irgendwas zu teuer, zu billig. Das ist alles eine Wertung. Und ganz ehrlich, keinem steht es zu, irgendetwas an jemand anderem zu bewerten. Das ist, darf man machen, wenn man gefragt wird. Wenn ich jetzt den Julian frage, stehe ich weit genug von der Wand weg, dann soll der das bitte bewerten, weil sonst das Video kacke ist. Aber zu sagen, der ist irgendwie, das ist Quatsch oder was du sagst, ist Schwachsinn, das ist einfach eine Bewertung und das sollten wir weniger machen. Normalerweise
also im normalen Kontext würde ich darauf, wenn das jetzt ein Kommentar ist, den du mir jetzt nicht vorliest, ja, sondern der steht nur darunter, reagiere ich da null drauf. Weil eine Reaktion klingt immer wie eine Rechtfertigung. Und eine Rechtfertigung ist für mich immer irgendwie ein Eingeständnis oder eine Art, dass man was falsch gemacht hat. Deswegen, ich antworte an dieser Stelle, das betone ich ganz, ganz deutlich Julian, nur darauf, weil du mir das jetzt, diesen Quatsch vorliest. Ja, so. Also, da möchte ich auch ein bisschen ausführen. Ja, also es ist ja mein Video, darf ich ja ausführen, wie ich will. Das ist nämlich das Schöne, im Gegensatz zu euch, ihr müsst euch den Kappes nämlich angucken, ich darf aber reden, was ich will. So, und der Julian schneidet das nicht, das wird jetzt ungeschnitten gesendet. Also, was mir tierisch auf den Zeiger geht, ist, dass Menschen sagen, ich nutze das so, ich mache das so, um bekannt zu werden. Wenn ich keinen Bock hätte, bekannt zu werden, würde ich diesen ganzen Klumpatsch hier nicht machen. Also spart euch den Scheiß, ja, ich möchte in die Öffentlichkeit, ich bin bekannt, ich möchte bekannt werden, sonst würde ich das hier nicht machen. Nämlich nicht nur Videos machen, ja, in meiner Freizeit, wo ich hier stehe, um aufzuklären, sondern auch bekannt zu werden, damit ich, Achtung, nicht im Dschungel nackt rumlaufe bei Adam und Eva oder bei Bachelorette oder was weiß ich was, sondern um eine Reichweite zu generieren, um wichtige Themen so zu platzieren, dass sie gehört werden. Und dazu gehört zum Beispiel, eine Petition zu starten, um Wiederbelebung in Schulen zu bekommen. Wenn ich nicht in Öffentlichkeit wäre und keine Reichweite hätte in den sozialen Netzwerken, könnte ich noch so viele Zettel unterschreiben lassen, das wird keinen interessieren. Danke, dass ihr mir die Möglichkeit gebt, über meine Reichweite politisch auch was zu bewegen. Wenn ich nicht diese Reichweite hätte, hätte ich mittlerweile auch nicht Kontakte beispielsweise politisch oder zu bekannten Persönlichkeiten und könnte genau sowas adressieren. Und ja, ich mache gerne diese Videos, ich bin auch gerne im Fernsehen und ich finde es großartig, dass mein Buch, wo ich beispielsweise nie gedacht habe, dass es so mega Erfolg wird, jetzt möglichst viele Menschen erreicht, wie das Feedback auch ist, die sich sehr darüber freuen und die darüber nachdenken, was da drin steht und einfach auch eine Lanze gebrochen wird für jeden, der im Gesundheitswesen arbeitet. Und ja, deswegen möchte ich gerne bekannt sein und deswegen möchte ich meine Reichweite, meine sozialen Netzwerke, meine Öffentlichkeit dafür nutzen. In Deutschland darf man kein Geld verdienen, weil was passiert? Man hat Neider. Wenn ich als Oberärztin arbeite und verdiene Geld, dann habe ich 6 Jahre studiert, 5 Jahre einen Facharzt gemacht, habe 2 Jahre mich weitergebildet, dann darf ich auch Geld verdienen. Ich rette Leben, ich darf Geld verdienen. Wenn ich ein Buch schreibe, schreibe ein halbes Jahr ein Buch, nachts, wo andere schlafen, das Buch wird verkauft, ja, dann darf ich damit auch Geld verdienen. Wie gesagt, ich würde, habe es ja jetzt, glaube ich, hinreichend in diesen einer der 100.000 Talkshows, wo ich ja war, hinreichend auch gesagt. Eine Pflicht ist immer, finde ich, die letzte Wiese, das zu machen. Und ich würde mir genauso wünschen, wie viele andere auch, dass wir einfach drumherum kommen würden, dass wir drumherum gekommen wären. Ich habe gesagt, ich halte Menschen, die mit vulnerablen Gruppen zu tun haben, für notwendig, dass sie sich impfen lassen. Ich beziehe das nicht nur aufs Gesundheitssystem, ich bezog das auch auf Lehrer, auch auf Kita, also auf Erzieher, Menschen, die beispielsweise mit Menschen mit Behinderung arbeiten in sozialen Einrichtungen, die gehören für mich genauso dazu. Und es gibt leider immer noch zu viele Menschen, die nicht geimpft sind oder die sich vielleicht nicht impfen lassen wollen. Und ganz interessant, das habe ich mit einem Kommunikationswissenschaftler mal besprochen, eine Impfpflicht kann auch eine Chance sein. Es gibt nämlich ganz viele, die am Anfang vielleicht gegen die Impfung gewettert haben, die sich da sehr, sehr drüber aufgeregt haben, vielleicht auch im Freundes- und Bekanntenkreis, tatsächlich als so militante, ja, Impfgegner, ich meine jetzt nicht Querdenker, sondern Gegner, bekannt sind. Und eine Impfpflicht kann eben auch dazu führen, dass diese Menschen sich nun impfen lassen können, ohne ihr Gesicht zu verlieren. Also dann kann man es nämlich auf die Impfpflicht schieben und vielleicht nicht auf, doch nicht auf die eigene Einsicht. In diesem Sinne hoffe ich natürlich trotzdem, dass ihr euch impfen lasst, dass ihr geimpft seid, dass ihr euch boostern lasst. Ich bin 3-mal geimpft, weil wisst ihr ja mittlerweile auch alle. Und ich werde jetzt zusehen, dass ich mir die 4. auch noch abhole. So, das war ja weniger Hater-Comments, sondern mehr Docaro Real Talk. Ab und zu muss man sich auch mal Luft machen. In diesem Sinne freue ich mich aber bei jedem, der Bock hat, meine Videos zu gucken, der das gut findet, was ich mache. Und das sind jede Menge von euch. Dafür bedanke ich mich ganz, ganz herzlich. Und für euch mache ich das auch. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.